Handwerker finden und langfristig auch beschäftigen und immer einen Handwerker zur Hand haben, das war in der letzten Zeit eine Kunst. Und jetzt kommt eine Phase, um perfekt die Basis dafür zu schaffen, damit man gute Handwerkerkontakte hat. Und wie genau das geht, erfährst du in diesem Video. In den heißen Marktphasen in letzter Zeit war es extrem schwierig, gute Handwerker zu finden. Beziehungsweise es war schon möglich, aber halt auch gute Budgets dafür zu zahlen und halt nicht irgendwie komplett abgezogen zu werden, weil es war echt so. Jeder braucht Handwerker, Handwerk, und es muss halt schnell gehen. Und die Handwerker wissen das natürlich und verlangen halt unverschämte Summen. Wir haben teilweise Rechnungen bekommen und gesehen, die sind so unverschämt einfach nur gewesen. Und dann kenne ich andere Bauträger, Projektentwickler, die schon älter sind. Und die haben halt einfach voll die geilen Handwerkerkontakte, richtig cooles Netzwerk, und die kommen immer bei, haben nie Probleme, was das angeht. Genau das gleiche war auch immer, Akquise war ein Thema, wie kaufe ich gute Objekte, Handwerker finden wir ein Thema, wie beschäftige ich oder wie finde ich gute Handwerker. Und jetzt kommt eine Phase, wo es, glaube ich, ganz, ganz gut ist, gute Handwerkerkontakte aufzubauen. Und zwar, jetzt mal unabhängig davon, wie der Markt steht, was passiert. Also gerade klar, verkaufen ist schwieriger, einkaufen wird leichter. Das heißt ja nicht, dass der Immobilienmarkt ins Stehen kommt, aber für viele und für manche Leute kommt er eben schon ins Stehen. Wie zum Beispiel bei Privatleuten, die ein Einfamilienhaus bauen wollen nach ihrem Wunsch. Und dementsprechend hat man da echt auch Rückläufergrundstücke. Also früher gab es halt bei Gemeinden Projekte, 2018, 19, 20, wo halt irgendwie ein Neubaugebiet erschlossen wurde. Jeder wollte das Grundstück haben, haben die sich hochgeboten, und manche wurden zum normalen Preis vergeben, andere wurden versteigert, und da wurden Preise bezahlt jenseits von Gut und Böse. Und das Ding ist, durch die gestiegenen Baukosten und Zinsen können jetzt nicht alle dieser Leute mehr ihren Bau realisieren. Dementsprechend geht es auch Mehrfamilienhausbauträgern, die halt Investment Cases haben. Industriebau, halt, wo jetzt eine Firma für sich selber ein Haus baut, damit die ihre Firmenzentrale reinmachen können, die sind da nicht so betroffen wie jetzt die Investment Cases. Und in dem Fall, wie wir jetzt haben, gibt es halt absolut Rückläufergrundstücke. Es gibt mehr Handwerker, klar, es gibt mehr Deals am Markt, und dann gibt es auch mehr Handwerker, die jetzt halt doch nicht so viele Aufträge haben wie geplant. Und dementsprechend kannst du als Bestandshalter oder Immobilieninvestor oder wie auch immer, kannst du halt perfekt jetzt die Handwerkerbeziehungen aufbauen, weil die Handwerker merken, es wird schwieriger, aber hey, der Fabian ist für mich da, gibt mir Aufträge, oder du bist für ihn da und du gibst Aufträge, ist halt perfekt, um eine gute Basis zu schaffen für heiße Marktphasen. Wenn es halt mal richtig, richtig wieder umkämpft ist, dass du halt trotzdem bedient wirst und die anderen halt eben hinten anstellen sich müssen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, den Handwerker kennenzulernen und erstmalig zu beauftragen. Die einfachste Möglichkeit, die aber auch richtig gut funktioniert, ist die. Zwar, du gehst auf eine Baustelle, schaust einfach so, hey, wo wird saniert und so weiter, gehst auf die Baustelle und fragst mal, wer die Baustelle hier macht, wer leitet die Baustelle, wer kümmert sich um alles und so weiter, so dass du halt mal auch direkt sehen kannst, was die so machen, wie die arbeiten, ist aufgeräumt, haben die gescheites Werkzeug, arbeiten die sauber, und hast halt direkt eine Referenz vor Ort, wo unangemeldet quasi schon gecheckt wird, so ey, sieht gut aus oder nicht. Das ist ein Weg. Ein weiterer Weg ist, du fragst einfach mal andere Immobilieninvestoren, die du kennst, Freunde, Familie. Würde ich dazu empfehlen, weil wenn du jetzt aus dem Freundeskreis einen Handwerker empfohlen bekommst und der baut Bockmist, dann ist nicht so geil. Also frag lieber mal andere Investoren, die halt schon Erfahrungen gemacht haben, wie es bei denen so läuft, mit welchen Leuten, ob die empfehlen können oder nicht. Und das funktioniert in der Regel ganz gut. Eine dritte Opportunity ist die, dass du einfach mal eine Ausschreibung machst für ein kleines Gewerk, wie zum Beispiel eine Sache bei einer Kernsanierung nur, nicht alles. Und dann bekommst du verschiedene Bewerbungen, kannst dir überlegen, so hey, welchen lass ich mal kommen, lässt dir ein Angebot geben und tust ein Gewerk halt einfach dementsprechend machen lassen von dem. Und wenn das gut war, kannst du immer noch mehr on top geben. Und dementsprechend eröffnest du so den Erstkontakt, kannst die nächsten 2, 3, 4 Jahre ein bisschen Beschäftigungslevel halten, und dann bist du auch in der heißen Marktphase, wenn es wieder richtig boomt, sag ich jetzt mal, bist du immer noch
Number One. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Sanieren, viel Spaß beim Sanieren und haut rein.